Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alarmstufe Rot Teil 2, Yuri Sacher. Wir sind hier dabei, die Festung hier weiter auszubauen. Ich frage mich, ob es hier irgendeinen Zugriff gibt zu dem, zu Yuris Festung hier. Produktion abgeschlossen. Hallo? Jetzt. Neue Bauoptionen. Oder ob wir alles tatsächlich per Schiff machen müssen. Bin ich echt mal sehr, sehr, sehr gespannt. Da gibt es auch die Werft. Bauen wir gleich die Werft. Und wir bauen nochmal einen Ingenieur. Fahrzeug berichtet. Feind gesichtet. Und auch woher der Angriff kommt von Yuris Seite her. Ob wir uns hier unten abschützen müssen? Vielleicht kommt da per Schiff hierher. Das ist durchaus möglich. Bauen wir hier erstmal auf jeden Fall so ein Ding hin. Und hier sollten wir Produktion läuft. Noch ein paar U-Boote bauen, weil das müssen wir auf jeden Fall machen. Wir müssen ja jede Einheit hier. Warte auf Order. Ziel gesichert. Position wird geändert. Wir machen sie fertig. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit bereit. Position wird geändert. Okay, er kommt auf jeden Fall von hier her. Das Wasser ist angenehm. Und zureichend mit der Flut aus. So, wir haben auf jeden Fall 3 von denen und 2 von denen. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Eine Wochenendspritztour. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Eine Wochenendspritztour. Neue Bauoptionen. Können wir jetzt Dings bauen? Ja, jetzt können wir Dings bauen. Und wir brauchen auf jeden Fall das hier. Ich liebe dieses Schiff. Je schneller, desto besser. Klingt gut. Eine Wochenendspritztour. Starke Brandung. Wir laufen mit der Flut Einheit aus. Bereit. Wir laufen mit der Flut aus. Unsere Basis steht unter Beschuss. Schleichfahrt. Wo? Ich sehe im Moment nichts. Tauchen. Da auf jeden Fall was. Oh, nee, 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 nee. Scheiße. Ziel gesichtet. Der da muss weg. Eieieiei, das klappt hier nicht so gut. Einheit verloren. Auf geht's! Einheit bereit. Position wird geändert. Auf geht's! Ich sehe nicht. Ziel gesichtet. Okay, das war's dann wohl. Einheit verloren. Bauen wir doch gleich mal noch ein paar Hunde, ja. Erdsammler unter Beschuss. Ach, wir können gerade nichts bauen, shit. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ach, von da oben kommt der. Ja, glaube ich. So. Produktion läuft. Dann bauen wir noch so einen Gefechtsbunker hin. Produktion abgeschlossen. Jetzt ist die Frage, wenn ich das baue, schaffen wir es dann auch, noch den Kraftwerk zu bauen? Spionageflugzeug bereit. Genosse, wir sind hier extrem verwundbar. Ich schlage vor, Sie bauen unseren neuen Belagerungshubschrauber, die mit Ihren Artilleriegeschützen unsere Stellung verstärken könnten. Unsere Basis steht unter Beschuss. Das hört sich cool an. Ein Belagerungshubschrauber. Das hört sich ziemlich cool an. Druck ausreichend. Tauchen. Überprüfe Periskop scharf. Überprüfe Periskop. Produktion abgeschlossen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ja, da müssen wir, den müssen wir auf jeden Fall bauen. Reparatur läuft. Was ist denn das? Das ist der Gefechtsbunker. Den bauen wir mal hierher. Da setzen wir auch gleich mal ein paar Soldaten Einheit mit rein. Bereit. Und ein Kraftwerk. Das brauchen wir aber.
So, jetzt funktioniert die Sache schon eher. Produktion neu. Ziel wählen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Rekrute melde. So, ihr geht alle mal hier rein. Huff. So, was brauchen wir das noch? Das Industriekraftwerk, um eine bessere Einheit zu bauen? Okay. Aber ich hätte gesagt, wir machen erst einmal... Gebäude eingenommen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ja, jetzt sehen wir doch schon hier ein bisschen mehr. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, dann da war doch mal so ein Belagerungshubschrauber. Einfach mal, um zu schauen, wie das, was das Sache ist. Was brauchen wir hier noch alles? Das hatten wir. Forschungsdings hatten wir. Wenigstens noch eine Werkstatt oder das Industrieteil? Okay. Und das ist das eiserne Vorhang. Ah, cool. Wir können den eisernen Vorhang bauen. Produktion abgeschlossen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ob das hier was bringt, das hierher zu bauen? Und warum kann ich es hier nicht hinbauen? Das ist auch. Gott. Ich brauche mehr mal, ob ich das Ding noch hier hinbauen kann. Da unten hätte ich nämlich gern was hingebaut noch. Produktion abgeschlossen. Oh, da ist nochmal so ein Fall. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion läuft. Das sollte man natürlich auch nochmal erobern. Ah, das ist das. Da können wir gleich mal dann schauen, wie das da. Spionageflugzeug bereit. Produktion läuft. Ja, ich weiß, ich gebe jetzt ja Haufen Geld aus, um hier ein bisschen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion abgeschlossen. Ziel erfasst. Damit sowas hier wie das hier ist nicht wieder passiert. Unter Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ei. Erzsammler unter Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit verloren. Ziel erfasst. Erzsammler toll. Unter Beschuss. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion neu. Na toll. Und dieser Hubschrauber bringt ja gar nichts anscheinend. Produktion läuft. Unsere Basis steht unter Beschuss. Training. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ja. Reparatur läuft. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Wir machen sie fertig. Hey, du Blitz. Einheit bereit. Produktion läuft. Bereit zum Einsatz. Maximale Geschwindigkeit über Grund. Schießt sie nieder. Unsere Basis steht unter Beschuss. Im Anflug. Hey, das ist keine gute Idee, das hier... Einheit verloren. Okay, ich hätte gedacht, damit kann man was machen. Aber warum hat es dann nicht so geklappt? Einheit bereit. Überprüfe Verbindung. Auf geht's. So, jetzt haben wir wenigstens hier ein bisschen, bisschen wieder... Ja, auf geht's. Dings um, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ziel wählen. Basis steht unter Beschuss. Sobald wir wieder... Ah, scheiße, wir haben kein Geld mehr für Sammler und wir haben keine Sammler mehr. Gestoppt. Abgebrochen. Gebäude verkauft. Deswegen kommt auch gerade kein Geld rein. Ja, das ist ziemlich dumm gelaufen. Produktion abgeschlossen. So, ich hoffe, das langt mal, um hier durchzukommen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Oh Mann. Das langt immer noch nicht.
Muss der nochmal weg? Gebäude verkauft. Ich hoffe, das langt jetzt wenigstens für einen Sammler wieder. Strom brauchen wir ja sowieso nicht mehr so richtig. Gebäude verkauft. Einheit bereit. Okay, jetzt haben wir es wieder. Ich meine, da kriegen wir ja sowieso wieder Geld. Die Basis steht unter Beschuss. Das passt ja. Uff. Und ich denke, jetzt sind wir auf jeden Fall mal sicherer als vorher. Ja, schauen wir mal. Sind da auch genug Leute drin? Glaube ja. Ja, so schnell kommt da keiner vorbei. Das ist gut. Unsere Basis steht unter Beschuss. Höchstens da könnte man noch einen hinmachen, dass da auch wirklich nichts passiert. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. So, was wir machen könnten, ist nochmal ganz kurz hier ein Dings rein und dieses Teil auch noch übernehmen. Spionageflugzeug bereit. Wir machen Sie fertig. Position bestätigt. Spionageflugzeug werden wir auch mal nochmal aussuchen. Dann gehen wir mal vielleicht hierher. Unsere Basis steht unter Beschuss. Wow! Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Jetzt greift er auch schon da an. Vorsicht, Genosse! Wir empfangen merkwürdige Energiesignaturen von diesem heiligen Stalin. Yuri hat diese Monumente in Waffen verwandelt. Okay. Okay. Sie sollten den eisernen Vorhang einsetzen, um die am stärksten befestigten Stellungen des Gegners auszuheben. Ja, erstmal muss ich ja mein Ding hier fertig bauen, damit es alles ohne Probleme geht. So, dritter Sammler. Dann bauen wir gleich noch einen dritten Sammler nochmal. Und vor allem brauchen wir noch einen Ingenieur. Training. So. Basis steht unter Beschuss. Aber wie das mit dem Helikopter da funktioniert, habe ich keine Einheit Ahnung, ehrlich bereit. Gesagt. Wäre es da nicht sinnvoll, so ein Ding hier zu nehmen, so ein Luftschiff, wo dann hier auch runterbomben kann? Jetzt muss ich mal nachschauen, was der genau macht. Einheit bereit. Ich habe die Info. Ja, Kommander. Gut. Analyse der Diagramme. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit verloren. Was? Ah, Scheiße. Da ist so ein blöder. Jetzt frage ich mich echt. Produktion läuft. Probieren wir mal. Können die nicht nach oben schießen oder so? Spionageflugzeug bereit. Reparatur läuft. Na toll. Jetzt hat er sich da oben eingeschossen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ziel wählen. Ölraffinerie erobert. Zusätzliche Ressourcen verfügbar. Na toll. Produktion abgeschlossen. Probier mal einfach nochmal, ob das so geht. Unsere Basis steht unter Beschuss. Und funktioniert das? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, es funktioniert. Es funktioniert sehr gut. Reparatur läuft. Dann bräuchte man da auf jeden Fall noch einen zweiten Dings hin. Unsere Basis steht unter Beschuss. Transportieren Belagerungswaffen ins Zielgebiet. Wo? Wow! Wie bist du denn da hingekommen? Unsere Basis steht unter Beschuss. Wie bist denn du da hingekommen? Produktion abgeschlossen. So, jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall noch einen zweiten. Produktion läuft. Puh. Ja, aber jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt haben wir es langsam. Bereit zum Einsatz. Wie der hier funktioniert, weiß ich allerdings leider noch nicht. Ziel erfasst.
Aber mit dem können wir gutes Zeug erforschen, denke ich. Maximale Geschwindigkeit über Grund. Übernehmen wir die Gegend. Aber da muss ich noch mal nachschauen. Ich kann runterfahren, ich kann landen und das war's dann. Ob das was bringt? Hm. So. So, jetzt sollte aber keiner mehr durchkommen, denke ich. Gut, jetzt was müssen wir als nächstes bauen? Den eisernen Vorhang wäre jedenfalls nicht verkehrt. Ah, der schießt mit MG runter. Übernehmen wir die Gegend. Suche eine Lichtung. Suche eine Lichtung. Im Anflug. Okay. Ziel wählen. Dann sollten wir auf jeden Fall nochmal keine Werft. Gestoppt. Eine Werkstatt bauen. Produktion läuft. Ah, scheiße. Ich wollte ihn gerade noch wegziehen. Produktion abgeschlossen. Das mit dem Dings muss ich tatsächlich nochmal anschauen. Fahrzeug berichtet. Warte auf Order. Bereit, Genosse. Hä? Ach, das war der eiserne Schutz. Das war gar nicht die Werkstatt. Hier war die Werkstatt. Neue Bauoptionen. Fahrzeug berichtet. Auf Was geht's. Haben wir denn jetzt Neues? Reparatur läuft. Hier haben wir nur noch dieses Kraftwerk. Einheit repariert. Aha. Okay, und dann müssen wir mal überlegen, wie wir es da weitermachen. Warte auf Order. Position wird geändert. Unsere Basis steht unter Beschuss. Hier sieht es jedenfalls nicht so schlecht aus, finde ich. Psst. Vielleicht sind die schon ganz nah. So, jetzt ist die Frage. Schiffe bauen? Oder Fahrzeuge bauen, um hier weiterzukommen? Und wenn ja, was für Fahrzeuge? Apokalypse-Panzer scheinen immer noch ziemlich gut zu sein. Aber halt auch teuer. Während die Tesla-Panzer auch ziemlich cool sind, meiner Meinung nach. Aber da bin ich nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob die besser sind als die Apokalypse-Panzer oder nicht. Hm. Die werden uns nicht kommen hören. Spionageflugzeug bereit. Ziel wählen. Ich könnte ja auch noch das jetzt machen. Vielleicht sind die schon ganz nah. Die werden dem ich mal berichtet habe. Überprüfe Periskop. Versenkt sie. Einheit verloren. Einheit befördert. Tauchen. Und zwar, dass wir so ein Dings nehmen. Oh, was ist denn das? Ach, das ist da eiserner Schutz. Unsere Basis steht unter Beschuss. Und hier oben nochmal landen. Obwohl, hier sieht es eigentlich jetzt auch schon mittlerweile aus, als ob da nicht so viel mehr. Eiserner Vorhang bereit. Hier aber zum Beispiel. Oder hier, um das Ding zu erobern. Ja, das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Jetzt sollten wir aber da nochmal hochgehen und hier klar Schiff machen für das nächste Dings. Können wir überhaupt so ein Dings bauen? MBF, ja. Die kosten halt viel. Die werden uns nicht kommen hören. Oder wie gesagt, wir schauen. Wo fährt denn der jetzt eigentlich hin? Um neu abzuernten. Ja, ich glaube, wir müssen das tatsächlich so machen. Der fährt weit, weit weg und das ist keine so gute Idee, glaube ich. Nicht ohne Eskorte. Ja, genau, dann bauen wir mal so ein MBF noch und fahren. Ah, ich bin nicht sicher, ob das so gut ist, was du da machst, mein Freund.
Spionageflugzeug bereit. Das ist keine gute Idee. Der Stolz der Arbeiterklasse. Nee, das ist überhaupt keine gute Idee. Erlegen Standort wie befohlen. Das ist überhaupt keine gute Idee. Das sollten wir wahrscheinlich... Ziel wählen. Ja, die Frage ist, wo genau? Da wird er auch schon abgeerntet. Aber da hinten noch nicht. Dass wir dahin gehen. Vielleicht sind die schon ganz nah. Auf Schleichfahrt gehen. Einheit bereit. Schleichfahrt. Und das Ding könnte man vielleicht mit den Schiffen überprüfe kaputt machen. Periskop. Überprüfe Periskop. Überprüfe Periskop. Überprüfe Periskop. Ist das Ding schon fertig gebaut? Na, da ist er ja. Machen wir einen Ausflug. Überprüfe Kartenmaterial. Wasserdicht, Genosse. Die werden uns nicht kommen hören. Ich hoffe mal, das wird tauchen. Noch irgendwie klappen, dass wir da hinkommen. Hier bringt es fast schon nichts mehr, da hinzugehen. Aber auf die andere Dings wird es vielleicht was bringen. Und ansonsten wird man einfach zu wenig Geld hier verdienen. MBF meldet sich. Baufahrzeug. So, aber ich würde sagen, das probieren wir beim nächsten Mal aus. Ob das so klappt. Wo soll's denn hingehen? Das probieren wir beim nächsten Mal aus, ob wir da hier noch hinkommen. Das sieht jedenfalls aus, als ob da noch eine reiche Ader wäre. Und das würde, und zwar eine richtig reiche Ader, und das würde uns viel Geld wieder einbringen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir damit zurechtkommen. Auf jeden Fall beim nächsten Mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.